Kerstin Kutzer ist doch mal nach Pretzsch gekommen. Sie war 13, als ihre überforderte Mutter sie ins Spezialheim abschob. Meine Mutter hatte auch kein Wort gesagt. Die hat nur gesagt, mitkommen, den Koffer in der Hand und ja. Die Erzieherin hatte mich dann in Empfang genommen. Meine Mutter hatte bloß den Koffer abgegeben, meine Papiere und war auch gleich wieder weg. Die Erzieherin hat die Gruppe antreten lassen und hat mich vorgestellt, hat gesagt, das ist Neuzugang, Kerstin Kutzer aus Berlin. Und hat aber gleich dazu gesagt, sie ist halt Bettnässer und hat mir eine Gummiunterlage gegeben. Und die musste ich dann im Schlafraum drunter ziehen, ja. Damit hatte Kerstin einen schlechten Start in Pretzsch. Die Hackordnung unter den Jugendlichen war ausgeprägt, geduldet von den Erziehern. Mein Schlafraum? Unser Schlafraum? Als ich eingemacht hatte nachts, musste man sein Bettzeug morgens selber waschen mit der Hand am Waschbecken. Und dann gab es hier draußen eine Wäscheleine, die musste ich aufhängen. Und dann habe ich so gebetet, hoffentlich erzählen die Weiber nicht in der Schule, dass es deins ist. Aber es dauerte natürlich nicht lange. Und dann wusste die gesamte Schule, 200 Schüler, Jungs und Mädels, das war also auch nochmal so eine zusätzliche Demütigung. Demütigung, um die sogenannten schwer Erziehbaren zu bändigen. Bei den Jungs kenne ich Erzählungen, dass Strafsport gemacht werden musste und dass der damalige Heimleiter oft außerhalb des Geländes mit den Jungs gegangen ist und die Jungs mit seinem Auto vor sich hergetrieben hat. Also wirklich auch Gas gegeben hat, sodass die Jungs rennen mussten wie verrückt oder stundenlang auf dem Dachboden weggesperrt worden sind. In ihrem Internetforum schreibt sich Kerstin Kutzer mit Ehemaligen, versucht ihnen zu helfen. Viele vertrauen ihr an, worüber sie mit anderen nicht reden können. Als ich gestern deine E-Mail las, musste ich mir wieder einmal eingestehen, dass ich dringend Hilfe brauche. Aber woher? Ich war 12, als ich nach Pretzsch kam. Sexueller Missbrauch ist mir zum Glück erspart geblieben. Aber genauso menschenunwürdig waren dort die Erziehungsmethoden. Man kämpft ja immer lieber für andere als für sich selbst. Mir geht es jedenfalls so. Solange wie ich für andere kämpfe, kann ich kämpfen wie eine Löwin. Für mich selbst fällt es mir schon ein bisschen schwerer. Sie hat viel Hoffnung in den runden Tisch gesetzt, doch die Ostheim-Kinder sind nicht eingeladen. Kerstin Kutzer wird weiterkämpfen für die anderen und für sich. Jetzt bin ich berufsunfähig berentet, zu 50% schwerbehindert. Und lebe mit meinem Sohn am Existenzminimum mit der Rente. Und habe so manches Mal zu tun, das runterzuschlucken, wenn mein Sohn sagt, Mama, wir haben kein Brot mehr oder so. Im Prinzip fällt mir da das zweite Mal im Leben meine Jugend auf die Füße und ich werde wieder dafür bestraft.